Tödliche Kriegspropaganda. Lässt Assad auf Kinder schießen? Die ARD präsentierte den Videoclip Die mörderischen Schergen des Diktators Assad schießen auf einen jungen Helden, ein Kind, das seine Schwester rettet. Der dramatische Videoclip hat es mittlerweile zu Millionen Zuschauern auf YouTube gebracht und wurde auch auf anderen sozialen Plattformen weit verbreitet. Die Völker sind entsetzt, schon nahezu kriegswillig. Da muss man einschreiten, etwas dagegen unternehmen. Endlich handfest durchgreifen, so die Wirkung des Clips. Die Massenmedien und US-Regierung benutzten das Video gekonnt. Als eine Art internationale Durchtränkung diente dieser Clip nämlich eindeutig als Beweis für die Bestialität des Assad-Regimes. Immer im Tenor, wir haben es ja schon lange gesagt, aber man wollte uns noch nicht so recht glauben. Doch was die ARD und andere sogenannte öffentlich-rechtliche Massenmedien im Nachhinein angeblich nicht gewusst haben wollen, auch bei diesem Video handelt es sich wieder einmal um eine knallharte Fälschung. Ähnlich wie bei der Brutkastenlüge im Irak ist damit einmal mehr nämlich eine gemeingefährliche strategische Kriegslüge ans Licht gekommen. Schon wieder ein Betrug, der ganze Völker aufhetzt. Wie leicht hätte diese erlogene Story, wenn sie nicht zufällig aufgeflogen wäre, wieder Hunderttausende von Tote fordern können. So wie es 1990 im Irak durch die Brutkastenlüge geschehen ist. Oder 1964 durch die Funkmeldelüge, die zum Vietnamkrieg mit seinen ca. 3 Millionen Opfern geführt hat. Zur Erinnerung an den Vietnamkrieg. Die am 30. November 2005 vom US-Geheimdienst NSA freigegebenen Dokumente bestätigen, dass der an US-Präsident Johnson gemeldete Angriff Nordvietnams durch einseitige Auswahl von Funkmeldungen gezielt vorgetäuscht worden war. Die Pentagon-Papiere erschienen 1971 und die Memoiren von Robert McNamara von 1995 belegten zuvor bereits zweifellos, dass die US-Regierung die Vorfälle durch bewusste Falschdarstellung zum Durchsetzen ihres seit 1963 geplanten direkten Kriegseintritts benutzten. Doch leider ohne jegliche rechtliche Konsequenz. Spekulierte hier man gezielt auf Verjährung? Wer ahndet darum nun das vorliegende Verbrechen an Syrien gebührend und rechtzeitig? Kann es sich die UN, können es sich die Staatsanwaltschaften erlauben, das Ganze als bloßen Dreh irgendeines Filmemachers zu bagatellisieren? So nach dem Motto, es ist doch gar nichts passiert. Im Falle eines Fluglotsen, durch dessen Fehlanweisung es vor 2 Jahren zu einem beinahe Zusammenstoß zweier Flugzeuge im Luftraum Zürich gekommen ist, befand jedenfalls die Staatsanwaltschaft, dass eine unbedingte Strafe folgen müsse. Sie rechneten dem Fluglotsen vor, was infolge seiner Fehlanweisung alles hätte passieren können. Dies dürfe keinesfalls ungestraft bleiben, hieß es damals von der Staatsanwaltschaft. Nach dem bekannten Grundsatz, vor dem Gesetz sind alle gleich, dürfen konsequenterweise diese im Vergleich zu einem Flugzeugzusammenstoß ungleich tragischeren Kriegstreibereien keineswegs ungeahndet bleiben. Es gilt, die belogenen Völker allumfänglich über die geschehenen Verleumdungen aufzuklären. Außerdem ist die Frage zu stellen, wer genau den Auftrag erteilte, solch ein gefährliches und völkertäuschendes Drehbuch zu schreiben. Die Originalaufnahmen des vorliegenden Betrugsfilms zeigen jedenfalls nicht einen Syrer am Werk. Zweifellos lässt sich dort ein englisch sprechender Regisseur beim Coachen der Kinder identifizieren. All dies beweist, wie leicht es für kriegstreiberische Regierungen ist, sich hinter filmemachenden Komplizen und sozialen Medien zu tarnen, um ihre tödliche Propaganda zu produzieren und zu verbreiten. In diesem Fall wurde gerade gezielt gegen Präsident Bashar al-Assad in Syrien gehetzt. Und in ähnlicher Weise sind die Schlagzeilen der Hauptmedien immer wieder gefüllt mit Vorwürfen gegen andere Länder und deren Staatschefs, wie zum Beispiel auch immer wieder gegen den russischen Präsidenten Putin. Wie Klagemauer TV seit Monaten nachweist, stellen sich außerordentlich viele Vorwürfe im Nachhinein als gezielte Fehlberichterstattungen und kriegstreiberische Verleumdungen heraus.
Die europäischen Völker sind auf diesem Weg schon einmal nahezu mehr kriegswillig gemacht worden. Was allerdings kaum jemand richtig einschätzen kann, ist die Tragweite verlogener Kriegspropaganda. Allzu leicht könnte ein ukrainisch-europäischer Krieg gegen Russland zu einem weiteren Weltkrieg entflammen. Über die Beistandsverträge der NATO stehen bereits jetzt alle rechtlichen Voraussetzungen hierfür fest und verpflichten auch die nicht kriegswilligen Mitgliedstaaten, hier mitzumachen. Helfen Sie mit, einen Kriegsausbruch zu verhindern, indem Sie aktiv aufklären, indem Sie Ihren Politikern schreiben oder auch diese und ähnliche Sendungen verbreiten. Sollten vielleicht Sie, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, über aufklärendes Material zu wesentlichen Ereignissen verfügen, dann bleiben Sie damit bitte nicht allein. Klagemauer TV erwartet Ihre Zuschrift, in der Sie Ross und Reiter nennen. Im Voraus besten Dank für jede Unterstützung und Zusammenarbeit. Guten Abend. شباب شباب عم يتحرك لا عم يتحرك لك هذا حي والله مو ميت حي عم يتحرك الله اكبر الله اكبر الله اكبر ما تصدق لا حول ولا قوة الا بالله ما تصدق لا حول الا ما تصدق عم يتحرك عم يتحرك رزق يتحرك الله اكبر 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 الله أكبر الله أكبر إلا بالله الله أكبر شباب شلون إيه ما شفتوه إيه والله هرب وين turn the right way Lars Und wenn alle anderen die von der Partei verbreiteten Lüge glaubten, wenn alle Aufzeichnungen gleich lauteten, dann ging die Lüge in die Geschichte ein und wurde Wahrheit. George Orwell, 1984. Wie funktionieren moderne Kriege? Erstens destabilisieren. Der Angreifer schürt Unruheherde im Land seines Zielobjekts. Er destabilisiert das Land seines Zielobjektes bis hin zu Bürgerkriegen. Zweitens, wie tut er das? Er nimmt zuerst einmal Kontakt auf zu allen unzufriedenen und gewaltbereiten Gruppierungen, Rebellen oder Lohnterroristen im Land seines Zielobjektes auf. Ihm spielt es dabei keine Rolle, ob diese gewaltbereiten Rebellen sich aus Fußballfans, religiösen Fanatikern, links, rechts oder sonst wie Extremen zusammensetzen. Nur gewaltbereit, kaltblütig und loyal müssen sie sein. Der Angreifer stellt jeder dieser Gruppen eine bessere Zukunft mit Mitspracherecht und vielen Vorteilen vor Augen. So kämpft jeder Motivierte für die Durchsetzung seiner eigenen individuellen Ziele. Jede sich auf diesem Weg heranbildende terroristische Einheit akzeptiert vorübergehend auch völlig anders geartete Gruppierungen. Jede Gruppe sieht in der gemeinsamen Stoßkraft vorerst einmal nur Vorteile. Das Motto? Synergie über alles, gemeinsam schlagen, getrennt marschieren. Der Angreifer bildet also bunt durchmischte Terrorgruppen heran. Mag sich eine extreme Rebellengruppe gar nicht mit Andersgesinnten vermengen, so spielt das dem Angreifer auch keine Rolle. Er setzt sie separat für besonders auserwählte Ziele ein, so zum Beispiel für Selbstmordattentate oder ähnliche. Drittens, Ausrüstung und Finanzierung. Über Söldner seines eigenen oder auch eines fremden Landes bildet er die zuvor gesammelten Rebellengruppen zu Terrorgruppen aus. Dies tut er, wenn möglich, außerhalb des Landes seines Zielobjekts. Er errichtet dazu geheime Ausbildungslager, möglichst nahe seinem Zielort. Wenn dies nicht geht, fliegt er sie auch von überall sonst her ein. Er liefert den Rebellen Waffen und Munition in beliebiger Menge.
Er gibt ihnen Lohn für den Kampf. Viertens, der Angriff. Der ausländische Angreifer setzt nun seinen Schlachtplan gezielt in die Praxis um. Je nach Strategie greift er auch ganz gezielte zivile Personen und Einrichtungen an. Sein Ziel ist eine möglichst große Aufmerksamkeit der Völker und der Schrei nach Hilfe von außen. Im Mittelpunkt der Pressemitteilungen steht jetzt natürlich nicht der alles organisierende Angreifer, sondern entweder die schlechte Regierung des zu stürzenden Landes oder je nach Bedarf die Rebellen, sprich die terroristischen Einheiten. Fünftens. Die Ziele des wahren Angreifers sind immer dieselben. Möglichst große Schwächung des Zielobjektes von innen her, gezielte Schuldzuweisungen an Zielobjekt, möglichst große Verwirrung und Ohnmacht der Völker, möglichst großes Verständnis für einen militärischen Hilfseinsatz von außen her, Umsturz und Beseitigung der Zielregierung, Einsetzung einer neuen Regierung aus den Kreisen der gutartig erklärten Rebellen, Rückzug der Truppen, um das Land sich selber zu überlassen, auf das es ins totale Chaos stürzt. Erneutes radikales Eingreifen zur Beseitigung aller zuvor verwendeten Helden, nun aber nur noch Terroristen genannt. Übernahme des Landes bzw. deren Ressourcen, Reparationszahlungen nach Belieben. Sechstens, sich als Retter feiern lassen. Siebtens, dieselbe Übung im Großen. Was der Angreifer mit zusammengewürfelten Rebellentruppen in einzelnen Ländern getan hat, das tut er nun im großen Stil. Ganze Länder sind jetzt seine auserwählten Rebellentruppen. Mit diesen umzingelt er seine größten Rivalen, die er alleine niemals schlagen könnte. Zuvor schürt er Provokationen, die er gezielt seinen größten Rivalen in die Schuhe schiebt. Er bringt seine erwählten Rebellenländer dazu, mit ihren eigenen Waffen und Armeen gegen seine größten Rivalen auszuziehen. Erst wenn alle Länder ihre letzte Munition verschossen, ihre besten Leute verloren haben und ruiniert sind, greift der eigentliche Menschenfeind, der wahre Angreifer und Kriegstreiber ein, um nun alle miteinander zu besiegen. Wer sind die großen Verlierer? Alle, die sich von diesem hinterhältigen Angreifer und Kriegstreiber betören und gebrauchen ließen.